Hallo und herzlich willkommen zur Jahresabschlussfolge LS17 quasi und damit zur letzten Folge LS17 dieses Jahr. Nicht erschrecken. Ja, ich mache das, was ich eigentlich die letzten Jahre immer an Silvester mache. Ich bin bei den Ponys und stehe ihnen bei. Ihr hört es auch, in Fuchshausen wird schon ordentlich geknallt. Ja. Ja, was soll ich sagen? Ein ereignisreiches Jahr geht zu Ende. Ich würde sagen, es ist Zeit, mal ein bisschen Revue passieren zu lassen. Ich habe auch mal nachgeguckt. Am 11.04. ging mein allererstes YouTube-Video online, und zwar war das Black Desert Online. War ein sehr schönes Spiel, hat mir unheimlich viel Spaß gemacht. Und damals, in Anführungszeichen, war es noch mit dem alten, kratzigen Mikro. Ja, einen Tag später, also am 12.04., habe ich dann mit Watch Dogs angefangen. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Aber am 21.04. kam dann mit dem Erscheinen der ersten Hof Bergmann im LS17 auch meine allererste LS17-Folge raus. Von da an, ja, war ich zeitlich etwas eingeschränkt, sagen wir so. Ich kam dann, bis ich das alles mal eingespielt hatte, irgendwie überhaupt nicht mehr zu Black Desert Online und auch nicht mehr zu Watch Dogs. Ja, dann kam natürlich auch noch der Mod-Contest, der hat mich auch recht in Anspruch genommen, muss ich sagen. Seitdem ist auch viel passiert, vieles hat sich geändert, manches zum Positiven, manches zum Negativen, werden wir alle kennen. Unterm Strich, Gott sei Dank, deutlich mehr zum Positiven. Ich muss sagen, zeitweise war es auch sehr, sehr anstrengend, dann hat die Technik angefangen zu spinnen und so weiter. Das war auch irgendwann überstanden. Ich habe sehr, sehr viel, wirklich unglaublich tolle Leute kennengelernt, von denen ich absolut keinen mehr missen möchte. Daraus ist auch die ein oder andere Freundschaft entstanden. Ich nenne jetzt auch absichtlich keinen Namen. Zum einen, ich möchte nicht, dass sich irgendjemand benachteiligt fühlt, weil ich ihn unabsichtlich vergessen habe. Und zum anderen würde ich wahrscheinlich übermorgen noch da sitzen. Ja, ich könnte jetzt auch noch viel, viel mehr quatschen über ganz schrecklich tiefsinnige Themen, die dem kernigsten Kern meines innersten Ichs entspringen, aber eigentlich sind dafür ja vorrangig die Livestreams da. Die gehen im neuen Jahr natürlich wie gewohnt weiter, genauso wie die Let's Plays und natürlich auch unsere Multiplayer-Termine. Ja, jetzt ist es aber definitiv an der Zeit, Danke zu sagen, und zwar jedem Einzelnen von euch. Ich danke euch allen fürs Zusehen, für die tolle Stimmung in den Streams, dafür, dass ihr euch auch immer wieder die Zeit nehmt, mir zu schreiben. Danke für alles. Und möchte ich nicht vergessen, auch ein Dankeschön an diejenigen, die mich das ganze Jahr immer mit Anfeindungen beglückt haben. Ihr wisst ja, Neid ist zwar die boshafteste, aber auch die höchste Form der Anerkennung. Euch allen wünsche ich auf jeden Fall von Herzen einen guten Rutsch in ein glückliches, wunderbares, erfolgreiches und vor allem gesundes neues Jahr. Ja, lasst's ordentlich krachen, feiert für mich mit. Den Tierbesitzern unter euch, die Probleme mit Silvester haben, wünsche ich außerdem einen unfallfreien Rutsch, gute Nerven, haltet durch, wir schaffen das. Die Zeit kriegen wir auch rum. Ja, ich werde jetzt auf jeden Fall so 1,5 bis 2 Stunden auf die Ponys aufpassen, gucken, dass nichts Schlimmes passiert, mich danach mit einem Glas oder auch mit einem halben Glas Sekt aufwärmen und ins Bett gehen. Ja, wir sehen uns auf jeden Fall nächstes Jahr wieder, hoffe ich doch. Also würde ich sagen, bis morgen. Ja, Dankeschön fürs Zusehen bzw. Zuhören. Tschüss, bis morgen, eure Snu.